erstmal für die freundliche Vorstellung. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, um zu euch zu sprechen. Wie schön ist es, dass ihr alle hier seid. Ihr habt weite Strecken auf euch genommen, um den Ungeborenen, aber auch den unter Folgeschäden Leidenden eine Stimme zu geben. Ihr setzt euch ein für die Rechte unserer kleinsten und schwächsten Mitmenschen, den Babys im Mutterschoß. Großartig, dass ihr heute hier seid. Euch ist es nicht egal, wenn jährlich millionenfach Kinder im Mutterleib sterben müssen. Nein, es ist euch nicht entgangen, dass sich ein gewisser Mainstream in unserer Gesellschaft breit gemacht hat, der Abtreibung am liebsten als Menschen- und Frauenrecht sehen möchte. Aber wie soll das bitte schön geschehen? Die massenhafte Tötung von Kleinstkindern oder das Verhungern lassen von Millionen von Embryos im Mutterschoß durch die Einnahme der Abtreibungspille, das soll Menschenrecht sein? Aber auch die möglichen Folgen einer Abtreibung, Verwundungen, ärgste psychische und physische Folgeschäden der Frauen, aber auch der Männer, das soll Menschenrecht sein, ist das zu fassen? Wo doch eigentlich bekannt sein sollte oder vielleicht auch besser bekannt gemacht werden muss, dass jede Abtreibung immer zwei Opfer hat, das Kind und die Mutter. Mutter Teresa wurde nicht müde, dies immer wieder zu formulieren. Und ich sage euch eins, sie hatte so recht in dem, was sie gesagt hat. Ich, eine kleine Schwester der Familie für das Leben, bin heute hierher gekommen, um auch an die zweiten Opfer einer Abtreibung zu erinnern. Unsere Hilfe sollte genauso Ihnen gehören. Auch Sie müssen gehört werden. Sie müssen ernst genommen werden in Ihren dramatischen Lebenssituationen, in denen Sie sich so oft befinden, und zwar sowohl vor als auch nach einer Abtreibung. Wir von der Gemeinschaft, wir beraten Frauen und natürlich auch Männer über eine Telefonberatung online. Wir nehmen schwangere Frauen in Konfliktsituationen, ja teilweise sogar ganze Familien oder auch leidende Frauen nach einer Abtreibung in das Haus Nazareth in der Nähe von Osnabrück auf. Wir leben also rund um die Uhr mit ihnen zusammen. Wir teilen ihre Nöte und Sorgen und wir begleiten sie. Wir fahren aber auch in die Niederlande und dort vorzugsweise vor Spätabtreibungszentren, also Abtreibung bis zur 23. Schwangerschaftswoche, um dort zu stehen, zu beten und den schwangeren Frauen in Not unsere Hilfe anzubieten. Ihr seht also, wir sprechen mit Frauen, mit den verschiedensten Frauen in allen Abschnitten der Schwangerschaft. Und natürlich auch darüber hinaus. Aber ich bin nicht wichtig. Ich möchte heute euch einfach von meinen Erfahrungen erzählen, weil es nicht schwer ist, Menschenleben zu retten. Man muss es einfach nur wollen. Frauen, aber auch Männer, die unter den Folgen einer Abtreibung leiden, ja meistens sogar schwerstens leiden, haben in gewisser Weise auch ihr Leben verloren. Nicht nur das Leben, was sie gezeugt haben. Auch ihr Leben ist gefährdet. Denn wie oft geraten sie hinterher in Abhängigkeiten, schwerste Depressionen oder sie begehen teilweise auch sogar Suizid. Wenn wir uns für das Leben einsetzen, dann darf es uns nicht nur darum gehen, Babys vor einem furchtbaren, grausamen Tod zu bewahren. Wir müssen auch den Frauen in ihren Notlagen beistehen. Wie oft bekommen wir von den Frauen zu hören, gerade auch bei unserem Dienst vor den Abtreibungsstätten, wärt ihr doch früher da gewesen? Warum hat mir das niemand gesagt? Warum hat mich niemand gewarnt? Deutsche Frauen, die von einer Beratung kommen, die wir in den Niederlanden vor den Abtreibungsstätten treffen, die sagen zu uns, warum hat mir das niemand gesagt? Und wie sagte mal eine Frau am Telefon zu mir, warum hat es mir der deutsche Staat so einfach gemacht mit der Abtreibung? Diese Frauen und eben oftmals auch die Männer, vor allem jene, die ihr eigenes Kind nicht retten können, sie brauchen unsere Hilfe, vorher und nachher. In ihrer Verzweiflung und in ihrer Angst sehen sie den Schritt zur Abtreibung als unumgänglichen Ausweg und scheinbar die einzige Lösung ihres Problems. Stellt euch jetzt bitte mal folgende Szenarien vor.
vor und überlegt, wie es euch dabei wohl ergehen würde, wenn ihr selbst hautnah das miterleben würdet. Eine 16-Jährige rennt weinend aus dem Abtreibungszentrum, fällt euch in die Arme und schreit, mein Bauch ist zu leer, mein Bauch ist zu leer, ich will mein Baby zurück. Oder ihr seht eine Frau, wie sie um das Leben ihres Kindes bettelt. Aber ihr Partner, er bleibt unerbitterlich und zerrt die Schwangere regelrecht zur Abtreibung hinein und das vor den Augen des Personals ihre Zigarette rauchen. Euch begegnet ein Mann, der kurz vor dem Nervenzusammenbruch ist, weil er das Leben seines Jungen oder Mädchen nicht retten konnte. Ein Mädchen erzählt euch verzweifelt am Telefon, dass sie zur Abtreibung muss, weil ihre Eltern zu sehr an der Kultur oder Religion festhalten. Eine Frau im sechsten Schwangerschaftsmonat, nicht Woche, im Monat, erzählt euch auf dem Weg zur Abtreibungseinrichtung, dass sie ihren Jungen im Bauch gerade noch strampeln gespürt hat. Oder ihr beobachtet eine weinende Frau, die von ihren drei Freundinnen aus dem Abtreibungszentrum hinaus getragen wird, vor lauter Schmerzen. Ein Mann, doppelt so groß, doppelt so breit wie ihr Kreide, weiß zitternd, kommt auf euch zu und erklärt, er hätte schon vieles Schlimmes in seinem Leben erlebt. Er war im Krieg, er war im Gefängnis. Aber das, was er gerade eben in diesem Abtreibungszentrum erlebt hat, sowas hat er noch nirgendwo gesehen. Eines kann ich euch sagen. Ich habe noch nirgendwo so viel Leid und so viel Elend erlebt wie da draußen. Und sowas soll menschgerecht sein. Und was glaubt ihr, wie würde es euch andererseits ergehen, wenn ihr eine Mutter seht, wie sie überglücklich ein neugeborenes Kind in den Armen hält und welches sie trotz schwierigster Umstände so gekämpft hat? Wir haben die Frauen begleitet, bis in den Kreißsaal hinein und auch darüber hinaus. Frauen, welche auf dem Straßenstrich schwanger wurden, welche von ihren Partnern unter Druck gesetzt wurden oder ihre Familie verlassen mussten, weil sie sonst keine Zukunft mit Kind gehabt hätten. Wir haben nicht nur die äußeren Probleme gesehen, sondern die Not und die Angst dahinter. Ja, und dann ist das Kind da, weil einfach jemand zugehört hat, weil jemand da war, weil jemand tiefer geschaut hat. Wisst ihr, das alles sind keine erfundenen Geschichten. Ich könnte Stunden erzählen. Ich habe das alles erlebt. Wir alle wissen, dass die Tötung ungeborener Kinder niemals und unter keinen Umständen die richtige Lösung ist. Aber die Betroffenen erkennen das oft nicht oder zu spät. Dabei spielen die Hormonumstellungen einer Schwangerschaft genauso eine Rolle wie das Gefühl der totalen Verlassenheit, Zukunftsängste, aber auch der völligen Überforderung des neuen Lebensumstandes. Viele Eltern in Krisen sind nicht bereit für einen Nachwuchs oder einen weiteren Nachwuchs. Aber wir dürfen sie nicht verurteilen oder kritisieren. Nein, sie brauchen unsere Hilfe und sie brauchen unsere Liebe. Ein wahrer Christ ist man nie für sich allein, sondern immer für andere. Schaut euch den Film Unplanned an. Schaut ihn euch an, dann wisst ihr, wie es den Frauen geht. Dann wisst ihr, was wir machen. Dann wisst ihr auch, was man tun kann und vor allen Dingen auch, was erreicht werden kann. Oder vielleicht seid ihr sogar bereit, euer ganzes Leben dem Lebensschutz zu widmen, wie es auch die Devise unserer Gemeinschaft ist, ein Leben für das Leben. Gelobt sei Jesus Christus. Dankeschön.